sagen. Nee, ist jetzt. Das hat so eine extreme Verzögerung, deshalb. Das Wasserrauschen ist immer noch da, wo das Wasser weg war. Ja, ich habe ein Problem mit dem Mikro, da will ich ein neues Headset kaufen, aber ich habe, das geht noch nicht so. Also ich werde erst viel Geld bekommen im März. Weil ich wegen gesundheitlichen Problemen eine Rente bekomme, da ich nicht arbeiten darf. Und deshalb geht es auch so lang, bis ich das bekomme, weil es einfach nur ein Rätsel ist, meine Krankheit. Meine Krankheit ist eine Hormonkrankheit. Die Hormone, also das Lebenswasser eigentlich, also die Zellen, die funktionieren bei mir irgendwie kurioserweise entweder zu wenig oder zu viel. Und das muss jetzt abgestimmt werden. Ah, hier bin ich. Okay. Oh, ein Bogen. Den nehme ich natürlich mit. Gerne mit. Jo. Und ich darf nicht arbeiten, weil ich sonst aggressiv werde oder desorientiert, konzentrationsschwach. Deshalb muss ich auch ein bisschen Päuschen machen während dem Let's Playen. Nach dem Let's Playen, also zwischen dem Let's Playen. Und kann deshalb nicht so viele Videos aufnehmen. Aber ich habe es gelernt, es frühzeitig zu merken. Ich kenne jetzt die Symptome, die auftreten, bevor ich konzentrationsschwach werde oder so. Und ja. Also das meiste Geld, das ich jetzt verdienen werde, werde ich auf den Server setzen. Den Minecraft-Server. Und das zweitmeiste natürlich für die Let's Plays, also für die Games und so. Und ihr werdet sicherlich sehr, sehr Gutes tun, wenn ihr ein bisschen spenden könnt. Schreibt mich dazu einfach mal ein bisschen an. Über PN am besten. Seid ein wenig versteckt. Ihr müsst im Kanal unten rechts auf das Minus neben meinem Namen klicken. Also unter den Kommentaren ist der Name in Grau. Und dort müsst ihr auf das Minus klicken und könnt ihr private Nachrichten versenden. Aber ja, nicht auf Nutzer blockieren klicken. Das ist nämlich genau auch dort. Und diese Spenden werden 100% für Gutes verwendet, also für neue Games, für den Server, je nachdem. Ihr könnt ja dazu schreiben, für was ihr nicht das Geld ausgeben soll, oder? Und
Ich würde es natürlich nicht wegen meiner nichts Negatives für Negatives ausgeben. Und ich will ja, dass ihr mich gern habt. Ja, Krieger, du bist zu fett. Schöne Höhle. Und deshalb mache ich auch interaktiv, weil ich einfach will, dass mich die Zuschauer mögen und sie auch Spaß von mir haben. Deshalb werde ich auch Wunschkonzerte und andere Sachen, was ihr vorschlagen könnt, umsetzen. Ja, da wollte ein Terrorist sich anschleichen, hä? Aber ich hab's gehört und war reaktionsschnell. Das sind die größten Terroristen, die es gibt. Einfach mal kommen und sich in die Luft sprengen. Man hat ja nichts Besseres zu tun. Selbstmordattentäter. Boah, dieser Spitzhackenverbrauch mit Eisen, das ist extrem, oder mit Stein ist es noch schlimmer. Aber wir haben genug Eisen zum Finden. Und da die Welt sowieso fast unendlich genährt wird, wird das Eisen auch nie ausgehen. Deshalb eher mit Eisensachen abbauen. Lol. Tja. Oh, Dschungel fängt an. Das sieht man am Grünlichen. Ah, das ist unten dem Haus. Okay, da war ich schon. Da war ich noch nicht. Na, da ist nix. Ich muss Tabletten schlucken, die mich müde machen, darum gähne ich ein bisschen. Irgendwie sind die Lavaflüsse immer auf 12. Wahrscheinlich hat das Mojang extra so gemacht. Eisen. Machst du? Ach. Viel Eisen. Ich kann ein Biprodukt kaufen.
Komplett so ein Lava-Teil raus. Ich suche noch gezielt nach diesen Lava-Ding, wenn ich sie höre, weil die Chance auf Diamanten ist beim Lava besonders hoch. Also guter Tipp, wenn ihr Diamanten sucht. Nein, ich wollte den nicht abbauen. Lol. Ja. Am besten einfach Wasser laufen lassen. Stein brauchen wir sowieso nicht. Ich mach das nicht. Und der ganze Zeit nur reinfällt. So schön. Aha. Yeah. Gut. I like that, wenn es zu Obsidian. Immer ist es nahe Wasser dabei, ist es nur, wenn es verschwunden ist, noch die das Sounding völlig verkorkst gemacht. Dann habe ich noch eine News. Ich werde bald Sky modden. Einfach so mal just for fun. Vielleicht werde dann der Mod, den ich schon seit Jahren geplant habe, umzusetzen. Aber dafür brauche ich natürlich Mithilfe. Weil